Servus, Savadi Krab und Aigode. Was ist dran am Visa Run? Angeboten wird er immer noch. Ich erzähl's euch gleich. Also seid gespannt, es geht los. Viele Agenturen bieten es immer noch an. Der Visa Run nach Kambodscha oder nach Laos, einmal zur Grenze, kurzer Grenzübertritt, neues Visum geholt und wieder zurück nach Thailand. Ob das funktioniert, was es kostet, vor allen Dingen was schiefgehen kann, auch was schiefgehen kann, wenn man es selbst organisiert, das erzähle ich euch gleich. Und dafür habe ich einen Studiogast, der Jörg, der erzählt, welche Erfahrungen er gemacht hat. Deshalb gebe ich ab ins Studio. Ja. Servus, ich bin der Stefan, mich kennt ihr schon. Das hier ist der Jörg. Ja. Der Jörg hat Visa Run gemacht. Davon erzählt er heute. Und jetzt erzählt er noch ein bisschen was über sich. Ja, genau. Jetzt ein bisschen über mich. Mein Name ist Jörg. Ich komme aus Frankfurt und bin jetzt in Thailand. Und ich bin 66 Jahre und eröffne im Sommer eine Herrenboutique in Mecklenburg-Vorpommern. Hast du denn im Lotto gewonnen? Nee, aber ich habe mein Haus verkauft. Also mein Name ist Jörg Thomas. Manche nennen mich Jörg, manche nennen mich Thomas. Die Thailänder nennen mich halt Thomas, weil sie Jörg schlecht aussprechen können. Ich bin 66 Jahre, bin seit 3,5 Jahren in Rente und komme seit über 8 Jahren nach Thailand. Und wie gesagt, zurzeit habe ich das nicht so gemacht wie mit dem Visa ran und so weiter und mit dem richtigen Visa machen. Aber das werde ich jetzt als nächstes machen, weil es viel einfacher ist und auf jeden Fall besser, weil ich demnächst länger bleiben will, immer 6 Monate, 9 Monate oder so. Das ist so mein... Wir haben jetzt auch ein Haus hier gemietet, meine Freundin und ich. Und da zahlen wir 12.000 Baht für das Haus. Ich bezahle 8.500, sie 2.500, weil die Thais haben ja nicht so viel Geld. Aber es ist ein schönes Haus und ich will jetzt jedes Mal, wenn ich nach Thailand komme, vorneweg mal 6 bis 9 Monate bleiben. Und ich bin auch weiterhin, weil ich so ein Teilauswanderer bin, bin ich auch weiterhin in Deutschland gemeldet und habe mein Haus in Hessen verkauft und habe mir ein Schnäppchenhaus in Mecklenburg-Vorpommern gekauft. Und da habe ich also keine Kosten, weil ich zahle im Jahr, wenn ich jetzt in Thailand bin, ca. 400 Euro im Jahr für Grundsteuer. Die jetzt zurzeit habe ich 32 Euro im Vierteljahr. Und dann die Grundgebühr für Wasser und Strom muss ich halt bezahlen. Und dann kann ich also so lange wie möglich wegbleiben und habe keine großen Kosten in Deutschland. Und ich habe meine Krankenversicherung weiterhin und meine Bank in Deutschland und so. Das ist für mich das Wichtigste, was ich jetzt zurzeit habe. Ja, das ist auch ein guter Weg, auszuwandern oder teilauszuwandern, so wie es der Jörg gemacht hat. Und jetzt hören wir uns die Geschichte an, was ihm passiert ist beim Visa Run. Okay. Du hast einen Visa Run gemacht. Richtig. Erste Frage ist, warum machst du überhaupt einen Visa Run? Ja, weil ich ein Teilauswanderer bin und immer mein Visa verlängern muss. Was für ein Visum verlängerst du dann? Das Touristenvisum? Ja, das Touristenvisum. Also, oder die jetzt zurzeit die 45 Tage. Ja. Und einmal habe ich auch bei der Immigration 30 Tage verlängert, das erste Mal. Ja. Das heißt, wenn dann, du kannst 45 Tage bleiben, ja. Das ist das Standardvisum. Das kannst du bei der Immigration um 30 Tage verlängern. Ja. Es gibt das Touristenvisum, das läuft 60 Tage. Das kannst du dann bei der Immigration auch um 30 Tage verlängern. Du willst aber länger bleiben. Ja, und dafür machst du dann den Visa Run. Und wie ist das bei dir jetzt abgelaufen, beziehungsweise was ist da bei dir schiefgelaufen? Ja, also ein Visa Run gibt es ja eigentlich überhaupt nicht. Das wurde uns bei der Immigration in Poipet gesagt, dass es gar kein Visa Run gibt. Das ist inoffiziell, das heißt also gar nicht Visa Run. Und bei uns wurde nahegelegt, weil wir wieder eingereist sind. Wir waren 2 Tage in Poipet, dass man sich mindestens mal 5 Tage dort aufhalten muss, also im Ausland, bevor man wieder einreisen darf. Und da wurden wir beide aufgehalten, mein Kumpel und ich. Mein Kumpel hat den ersten Run gemacht, bei mir war es ja schon der zweite. Und da wurden wir beide an die Chefin der Immigration zitiert. Und es wurde uns nahegelegt, wie gesagt, mindestens 5 Tage
auszureisen. Und nicht zwei, wir waren zwei Tage und sie verlangten mittlerweile 5 Tage. Und das Neue daran ist, dass man mittlerweile so einen Zettel ausfüllen muss, wo auch der Flug mit eingetragen ist. Und wenn der Flug, wenn du keinen Flug eingetragen hast, lassen sie dich nicht einreisen. Das war also nicht dein erster Visa-Run. Nee. Die anderen Visa-Runs, die liefen eigentlich problemlos. Du bist raus über die Grenze. Der erste Visa-Run, den habe ich per Flug gemacht. Und das war unkompliziert. Per Flug nach Phnom Penh geflogen und dann zurückgeflogen am Nachmittag. Also morgens hingeflogen, am Nachmittag zurückgeflogen, ohne Probleme. Hab locker die 45 Tage gekriegt, ohne irgendwelche Komplikationen. Das sind ja auch die Informationen, die inzwischen laufen. Wenn du mit dem Flugzeug einreist, hast du mit dem neuen Visa keine Probleme. Probleme gibt es eigentlich nur, wenn du diesen Visa-Run machst mit dem Bus zur Grenze, einmal Grenze überschreiten und wieder zurück. Das funktioniert nicht mehr. Das funktioniert überhaupt nicht mehr. Und es gibt auch keine Garantie. Man zahlt 4.000 Baht für die Fahrt mit so einem Minibus. Und du kriegst keine Garantie, dass du ein Visa kriegst. Das Problem ist das. Und zu uns haben die gesagt, an der Immigration, also die Chefin von der Immigration, hat gesagt, wir sollen wieder zurück nach Kambodscha und dann zum Flughafen nach Siem Reap oder Phnom Penh und dann mit dem Flugzeug raus, wieder rausfliegen nach Thailand. Und das wurde uns nahegelegt. Und ich habe das Problem, es waren viele, viele Leute, die da gesessen haben bei uns an der Bank, die sie nicht mehr reingelassen haben. Die mussten also wahrscheinlich wieder nach Kambodscha oder sie mussten einen Flug nachweisen, der sie nach dem Visa wieder aus Thailand rauslegt. Das war also der springende Punkt. Du musst also einen Flug haben. Also ich musste einen Flug buchen, weil ich ja schon seit 7. November hier in Thailand bin, musste ich einen Flug nach Deutschland buchen, dass ich am 20. April, solange das Visum geht, wieder nach Hause ausreise. Jetzt muss ich mal ganz blöd zwischendrin fragen, wenn du 60 Tage bleibst mit Touristenvisum und dann verlängerst auf 30 Tage, dann sind das ja 90 Tage, dann kannst du ja theoretisch auch das Non-Immigration-O-Visum beantragen. Warum machst du das nicht? Ja, das habe ich noch nicht gemacht, das werde ich jetzt als nächstes machen. Ja. Und das habe ich bis jetzt nie gebraucht, weil es immer problemlos alles gelaufen ist mit dem Visa-Run sozusagen. Aber die haben da jetzt einen riesen Riegel vorgeschoben, dass das nicht mehr so einfach ist. Weil von den Kosten her spielt es ja keine Rolle, ob du dein Touristenvisum oder dein 45-Tage-Visum verlängerst oder ob du ein Non-Immigration-O-Visum beantragst. Von den Kosten her kommt es ja ziemlich aufs Gleiche raus. So ist es, so ist es. Und das werde ich das nächste Mal auch machen. Und für alle, die nicht wissen, wie lange sie jetzt nach Thailand kommen wollen, da gibt es also wirklich einen Tipp, wo man sagt, wenn ihr nur den Hinflug bucht, weil ihr nicht wisst, wie lange ihr bleibt, dann bucht einfach von Deutschland auch gleich am Ende des Visas. Also entweder die 45 Tage plus die 30 Tage an diesem Ende ein Flug nach Kambodscha. Der kostet so 80 Euro oder sowas. Da seid ihr immer auf der sicheren Seite. Das ist wirklich ein guter Tipp. Und wenn ihr dann ausreist nach Kambodscha, fliegt ihr am Vormittag hin nach Kambodscha und fliegt am Nachmittag zurück und dann habt ihr wieder ein neues Visum. Das ist total easy. Und den Visa-Run, den du gemacht hast, hast du den privat organisiert oder über eine Gesellschaft? Ja, wir haben das privat gemacht. Wir haben ein Taxi gebucht. Wir haben so eine Taxi-Kompanie, die uns auch immer zum Flughafen abholt oder zum Flughafen fährt. Und das kostet, also ist ja auch jeden Fall billiger als mit so einer Agentur, weil wir haben bezahlt 2.800 Baht pro Fahrt. Also das bedeutet für jeden hin und zurück 2.800 Baht bei 2 Personen. Und die Agenturen verlangen, wie gesagt, 4.000. Und es ist auf jeden Fall bequemer, schneller und auf jeden Fall kannst du auch mal sagen, er soll mal anhalten zu einer Zigarettenpause oder was essen oder was trinken und so. Ist auf jeden Fall besser, mit einem privaten Taxi das zu machen. Aber wie gesagt, ich würde es keinem mehr raten, über Land das Visa ran zu machen, über Land würde ich keinen mehr raten. Also ich würde eher den Flug, das kostet nicht viel mehr, weil der Flug hin und zurück kostet zusammen vielleicht 120 Euro, wenn es hochkommt.
Also wäre ja ein guter Tipp, wenn ihr den Visa-Run machen müsst, macht einen kleinen Ausflug nach Kambodscha, steigt in ein Flugzeug, fliegt hin, kommt euch nicht wesentlich teurer. Nee. Nur das Gesamterlebnis, das Gesamtpaket ist natürlich das Schönere. Ja, aber das ist auch eine lange Fahrt. Wenn du wir sind ja von Pattaya ausgefahren, sind es vorneweg 3,5 bis 4 Stunden Fahrzeit mit dem Auto. Ja, deshalb sagte ich ja, mit dem Flugzeug wär's ja einfacher. Du fährst Flughafen Utapao, 1 Stunde. Flug 1 Stunde und dann bist du mittendrin in Kambodscha. Richtig. Ja, kannst dir Siam Reap anschauen, kannst dir Angkor Wat anschauen und fliegst wieder zurück und hast dein Visum. Genau. Oder wie gesagt, du kannst am Vormittag hinfliegen, weil der Flughafen, wenn man nach Phnom Penh fliegt, der ist direkt mitten in der Stadt sozusagen. Und dann kann man da ein bisschen durch die Gegend laufen oder mietet sich schon ein Tuk-Tuk und fährt so ein bisschen mit dem Tuk-Tuk durch die Gegend und fliegt dann am Nachmittag zurück. Das ist also total easy, also ganz einfach. Hast du denn an der Grenze Fahrzeuge gesehen von Agenturen, die diese Visa-Runs anbieten? Nee, ich habe jetzt selbst keine gesehen. Aber das Problem ist auch, wenn man ankommt dort, wird man gleich abgefangen von so einer Agentur, die dir gleich ein Visa für Kambodscha andrehen wollen. Und das kostet 1.800 Baht. Und da hast du ein 3-Monats-Visa, das du eigentlich gar nicht brauchst. Ja? Und du brauchst aber eigentlich nur direkt rübergehen, über die Grenze, auschecken aus Thailand, einchecken bei Kambodscha, da zahlst du $30 oder 30 Euro. Und so ist es auch per Flugzeug, das ist genau das Gleiche. Und hast du nicht mehr Kosten, also das ist nicht viel teurer. Okay, dann bedanke ich mich, Jörg. Und das war die Geschichte vom Jörg. Augen auf beim Visa ran, läuft nicht immer alles gut. Denk dran, was dem Jörg passiert ist. Und Jörg, vielen Dank für deine Informationen. Ja, und mein Wort dazu, einfach nur, wie mir das auf Hessisch sage, Aufpasse. Aufpasse, ganz wichtig, Aufpasse. Also, ciao. Ich werde noch eine Agentur besuchen, die einen Visa-Run anbietet. Die werden mich mit Sicherheit nicht reinlassen. Und ich frage mal innen nach, wie sich das mit dem Visa-Run verhält. Also, ich bleibe dran. Wenn ich sende, war ich ja schon dort. Soi 13, Visa Travel Service. Hier wird es angeboten, Border Run to Cambodia. Tägliche Abfahrt, ein Tagestrip. Ich war mal drin im Laden und habe nachgefragt. Ergebnis zeige ich euch jetzt. Border Run to Cambodia. Is it for new visa? Yes. 45 days. 45 days. Yes. A friend of mine was last week, he was on the border to Cambodia, and he said he cannot come back. He has to stay in Cambodia for 5 days. Maybe he do too many times. Only 2 times per year you can do. 2 times per year you can do, and you can see it in your passport. Yes. Later on you must fly. Oh, okay. So you can do it 2 times per year for 45 days. Yep. And how much does it cost? 3,500. And you bring it from here to Cambodia, to the border, and then directly come back. Yes. If out. Yes. Okay. Okay. Bye-bye. Also, wenn ihr ein 45-Tages-Visum habt und wollt es verlängern um weitere 45 Tage, hier seid ihr richtig, täglich geöffnet, 11 bis 7 Uhr abends, Samstag und Sonntag, nach Vereinbarung. Ob es sich lohnt, liegt bei euch. Wenn ihr über 50 seid, nehmt ein Non-Immigration-O-Visa, könnt ihr 90 Tage bleiben, kostet euch bei der Beantragung 70 Euro. Wenn ihr den Border Run macht, der kostet 3.500 Baht, sind etwa 90 Euro. Also mit dem Visum seid ihr auf jeden Fall günstiger dran und ihr habt einen Tag mehr gewonnen. Wer es unbedingt braucht, da seid ihr richtig. Und wer andere Ausflüge braucht, Island, wer andere Ausflüge braucht, Island Transfer, Koh Samet, Koh Chang, Koh Kut, Koh Mak, alles mit dem Minibus One Way, 1.200 nach Koh Mak oder nach Koh Samet, 600 Baht. Abfahrt ist dann morgens um 8.30 Uhr. Ich stelle es euch am besten mal als Bild hier rein. Da könnt ihr euch das anschauen.
Ansonsten war es das für heute. Insofern, tut Gutes, habt Spaß, genießt euer Leben und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Stefan.